Wir sind live. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook Live anlässlich des Top-Spiels Berlin gegen Friedrichshafen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich drauf, hier mal einen kleinen Vorgeschmack zu geben auf das Duell und ein bisschen zwei der Young Guns der beiden Teams ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen und auch so ein bisschen, ja, mal was rauszukitzeln und zu schauen, wer gewinnt dieses erste Duell dieser Top-Spielwoche so ein bisschen für sich. Wir haben da ein paar kleine Minispiele vorbereitet und dann natürlich könnt ihr noch eure Fragen stellen an die beiden Jungs. Ich glaube, da gibt es einige Fragen, die zu stellen sind. Wir haben auch ein bisschen was vorbereitet und ich glaube, ihr wollt mich gar nicht unbedingt hier sehen, sondern dann holen wir die beiden mal dazu. Der erste für die Berliner ist so das Mittelblock-Talent in Deutschland, würde ich mal so sagen. Ich hoffe, er wird jetzt nicht allzu rot vor Scham. Hat eine unfassbar gute Olympia-Quali gespielt im Frühjahr 2020, hat es da leider nicht geschafft, ist mittlerweile fester Bestandteil des Top-Teams BR Volleys, der Nationalmannschaft. Und mal schauen, wo ihn die Karriere so hinführt. Hier ist Anton Brehme. Servus, hallo allerseits. Ich freue mich, dass ich Servus. mit euch heute ein bisschen quatschen darf. Ja, ich freue mich auch. Gut frisiert. Das werden wir gleich besprechen, warum und Genau. weshalb. Aber wir wollen erstmal deinen Konkurrenten quasi vor Ort. Aber ich glaube, man kann sagen, ihr seid gute Kumpels Auf jeden dazu Fall. holen vom Bodensee, quasi von der anderen Seite der Republik. Vielleicht derjenige aus eurem Jahrgang, der am frühesten irgendwie öffentlich in Erscheinung getreten ist, sozusagen, der früh gehypt wurde mit einer sensationellen Europameisterschaftsquali 2016 oder 2017 müsste es gewesen sein in Friedrichshafen. Dann mit dem BR Volleys Meister geworden, dann Abenteuer Italien und jetzt zurück in Deutschland in Friedrichshafen. Hier ist Linus Weber. Guten Abend. Moin, Linus, grüß dich. So, Servus. wir machen ein kleines Warm-up, bevor wir gleich mit ein paar Spielchen einsteigen und euch so ein bisschen herausfordern wollen. Wir haben gerade eben im Vorlauf, wo wir offline waren, noch über Frisuren gesprochen. Ihr kommt beide vom Training. Und Anton, du bist frisch frisiert, trotz Friseurschließungen in Berlin. Wie hast du das gemacht? Ja, genau, ich trage ja sonst eigentlich immer meine Haare noch ein bisschen länger, aber es hat mich so dann so genervt im Training, weil das immer, als ich geschwitzt habe, ist es immer in mein Gesicht gegangen. Und da bin ich zu meinen Teamkollegen Benjamin Petsch gegangen, habe mich mit denen in Kreuzberg getroffen und genau, er hat mir dann die Haare frisiert. Und wir haben so einen leichten oder so einen kleinen Pudi-Day sogar gemacht, weil ich so ein bisschen Hautprobleme im Gesicht hatte, hat er mir auch noch eine Maske gemacht und ja, war ein schöner Abend. Stark. Linus, du hast ja auch in Berlin gespielt, ein Jahr zusammen mit Ben. Bist du auch mal in das Vergnügen gekommen, von ihm frisiert zu werden? Das nicht, aber ich habe mich inspirieren lassen. Damals hatten wir Sehr so gut. den Mullet-Cut, eine ganz gute Sache. Ich weiß nicht, ob man das mich noch daran erinnern kann. Mir gefällt jetzt die Frisur, die gerade Björk trägt. Also da haben wir uns alle dann Genau. inspirieren lassen, aber selber noch nicht schneiden lassen. Wer weiß. Vielleicht kannst du ja nachholen, wenn ihr schon mal in Berlin seid, dann am Mittwoch, vielleicht irgendwie nach dem Spiel. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ehrlich gesagt, aufgrund der Corona-Bestimmungen, wie ihr euch seht. Habt ihr jetzt schon vor der Topspielwoche Kontakt gehabt? Wurde da schon mal so ein bisschen hin und her gefrotzelt? Nee, noch gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem, keine Ahnung, wenn wir uns sehen, dann werden wir bestimmt mal quatschen. Vielleicht, wenn er am Dienstag dann nach Berlin kommt, werden wir vielleicht mal, komme ich vielleicht mal ins Hotel und quatschen ein bisschen. Mal sehen. Habt ihr eine Wette laufen? Wenigstens sowas? Oder kommt das noch? Das Linus? kommt noch, Daniel, das kommt noch. Wir denken uns das aus und dann Ja, das muss werden öffentlich öffentlichkeitswirksam bitte gemacht werden. Das ist wichtig. wir. Ja, auf jeden Fall. Wir denken uns das aus. Spontane Idee, was der Wetteinsatz sein könnte, Linus? Auch das Spielergebnis, um dann hinterher vielleicht noch ein paar Patronen nachzuschießen. Naja, gut, das ist richtig, ja. Der Wetteinsatz, Daniel, ist, dass der Gewinner dem anderen die Haare schneiden darf. Das finde ich gut. Also da würde ich euch auch jetzt direkt drauf festnageln. Linus guckt noch nicht so ganz begeistert, aber ich würde sagen, das ist ein 2 gegen 1 hier. Da hast du wenig Möglichkeit, noch gegenzusteuern. Nein, also ich meine, ich zweifle ja gar nicht daran, an der ganzen Sache, dass Toni das gut hinbekommt. Ich zweifle eher an meinen eigenen Fähigkeiten, wenn ich dann nachher die Haare schneiden darf, ob ich das dann wirklich gut hinbekomme. Also ich weiß ja, dass Toni auch ein großes Selbstwertgefühl hat. Ich glaube, sehr verletzlich. Sehr gut, man merkt schon, ihr seid gut drauf. Wie waren jetzt so die letzten Trainingseinheiten? Natürlich, der Gegner ist dabei, wir müssen vorsichtig sein. Aber waren so die letzten Trainingseinheiten? Merkt man da schon, dass es was anderes ist jetzt, wenn man gegen Berlin bzw. Friedrichshafen spielt? Erst Anton, dann Linus. Ja, also insgesamt waren wir eigentlich echt gut trainiert letzte Woche. Kam unser Zuspieler Sergei so ein bisschen wieder zurück oder kam zurück auf jeden Fall und dann konnten wir endlich mal wieder 6 gegen 6 volle Kanne trainieren. Und das hat man halt sofort gemerkt, dass da gleich höheres Niveau war. Und jetzt am Wochenende haben wir dann zum Glück das Spiel noch gewonnen und gehen jetzt eigentlich mit voller Motivation in das Spiel rein. Und ich freue mich mega drauf, weil ich da echt Bock drauf habe, weil Friedrichshafen eine extrem gute Mannschaft dieses Jahr hat. Und genau. Wir haben da alle Bock drauf, auf jeden Fall. Sehr gut. Linus, ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Also wir trainieren natürlich taktisch auch so, dass wir uns das möglich auf die Devils dann einstellen. Und ich denke, für uns ist erstmal das Wichtige, dass wir auch den Rhythmus aus den letzten Spielen mitnehmen, aus den Trainingseinheiten, wie wir es bisher hatten. Und dann, dass wir genauso gut gewappnet wie in jedem anderen Spiel und dann vielleicht noch ein bisschen besser dann am Mittwoch ins Spiel starten. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich riesig drauf. Wir werden das ja auch bei Sport1 übertragen, damit das auch eine Bühne bekommt, die dem Spiel angemessen ist. Ich sage euch jetzt mal nicht, was ich getippt habe, vielleicht am Ende, was ich zumindest glaube, wie es ausgeht. Wie groß ist die Lust in Berlin nach dem ja doch eher schwierigen Hinspiel, sage ich jetzt mal, da auch die Revanche erfolgreich anzugehen? Wie gesagt, wir haben da alle mega Bock drauf. Das hat man heute auch im Training gesehen, dass da alle extrem heiß sind. Und ja, ich freue mich, mega. Sehr gut. Ich freue mich auf das kleine Duell, was uns jetzt hier ins Haus steht sozusagen und bin mal gespannt, wer das von euch beiden für sich entscheiden wird. Wir haben ein paar schwierige und abwechslungsreiche Kategorien vorbereitet. Wir fangen mal so ein bisschen seicht an. Ich habe ja vor ein, zwei Stunden nochmal die aktualisierten Statistiken auf der VBL-Seite gewälzt. Wir werden dann auch gleich die Fragen eingeblendet sehen und werden mal so ein paar Einblicke versuchen zu geben in die Statistiken und euch mal so ein bisschen kitzeln. Ob ihr vielleicht selber Firmen seid, es geht um euch und um eure Teamkollegen, das vorweg. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten Frage. Wird jetzt hier auch gleich eingeblendet. Gerne Einladung auch an den Chat mitzuraten. Vielleicht kommt ihr auf die richtige Lösung. So, warten wir, bis die erste Frage eingeblendet kommt. Da ist sie. Wie viele Punkte habt ihr diese Saison gemeinsam erzielt? Also Punkte zusammengerechnet. Schätzfrage. Sollen wir gemeinsam oder soll jeder eine Lösung sagen? Ja, jeder eine Lösung. Ihr sollt ja gegeneinander spielen, nicht miteinander. Das wollen wir. Ich sag, wir haben zusammen 206 Punkte gemacht. 206, okay. 150 der Linus und ich den Rest. Ich sag, wir haben mehr als 300. Zusammen. Wie viel mehr? Also muss eine genaue Zahl nennen, dann, sonst können wir nicht abschätzen quasi. 304. 304, okay. dann ist Anton ein bisschen näher dran. Wir sind bei 250 Punkten glatt. Das heißt, Anton eine Abweichung von 44 Punkten und Linus 56 Punkte. Erster Punkt geht also nach Berlin. 74 Punkte habe ich schon gehört? Ja. Cool. Das ist verrückt. Wie konnte das nur gehen? So, nächste Frage. Auf welchem Platz der Aufschlagstatistik liegt ihr? Ihr teilt euch den Platz. Boah. Das kann ganz, selbst ganz bescheiden sein. Also, ich denke mal nicht, dass da viel zu holen ist für uns. Also, momentan, wir haben beide noch nicht so unseren Rhythmus gefunden, denke ich mal. Auf jeden Fall. Letztes Spiel war gar nicht gut bei mir. Ich sag 26. 26, okay. Ja. 40. 40 ist eine Punktlandung. Das ist stark. Mit jeweils 5 Ersten. Ausgleich Friedrichshafen auf dem Punkt. Gibt es da jetzt keine besondere Punktzahl nochmal? So einen Bonuspunkt oder so, für genauer? Da müssen wir die Regie im Hintergrund mal anfragen, aber das werden wir dann gleich auf der Punktetafel sehen. Aber ich glaube nicht. Da waren keine Regeln vorgesehen. Ja. Nee. Wir haben ja nicht damit gerechnet, dass ihr so gut vorbereitet seid. So. Ja. Frage 3, jetzt ist es ein bisschen komplexer. Das war ja eher Fähigkeit anstatt Vorbereitung. Ja, okay, wenn du das so siehst, dann nennen wir es mal Fähigkeit. Bei der Quote der Angriffspunkte belegen drei Berliner aktuell die ersten drei Plätze. Auf Rang 2 Anton. Wer landet vor dir auf Rang 1? Bei der Quote der Angriffspunkte. Das müsste, ich denke mal, das ist auch ein Mittelblocker auf jeden Fall, Renan. Renan Michelucci. Okay. Linus, was glaubst du? Schließe mich an. Okay, dann ist das auch in Ordnung so und das ist tatsächlich auch richtig. Stark. Wie kamst du drauf? Oder wie kamt ihr drauf? Also ich, Renan hat glaube ich nicht so viele Spiele wie ich gespielt, aber immer wenn er gespielt hat, hat er extrem gut angegriffen und ich hatte zwischendurch halt Spiele drin, wo meine Statistik nicht so hoch war, deshalb konnte ich mir das jetzt ganz gut erschließen eigentlich. Stark. Und Linus, du? Okay, die ersten Spitzen fliegen schon, finde ich gut. Die Annahme gehört ja nicht zu eurem Spezialgebiet als Diagonal- und Mittelblocker. Aber einer eurer Positionskollegen ist in der Statistik tatsächlich
der Erste bei der Quote der perfekten oder guten Annahme. Könnt ihr euch vorstellen, wer das ist? Markus Steuerwald. Ja, ist ja kein Positions-, also es muss ein Mittelblocker oder Diagonalangreifer sein. Ach so. Ich dachte, Positionskollegen. Diagonal. Also es muss entweder ein Diagonal-, kann ich auch einen Diagonalangreifer sagen? Ja. Ja, ja. Also es ist entweder ein Diagonalangreifer oder ein Mittelblocker. Ich überlege gerade, kannst du einen Dia annehmen? Nee, aber es müsste eigentlich einer sein, der ab und zu mal mit in anderen Riegel reingeht. Ja, deswegen. Gut, genau. Das hat er eigentlich Gießen, glaube ich, gemacht. Ich sag Hauke Wagner. Okay. Ist eingeloggt? Ich sag Daniel Malescher. Okay. Die Lösung ist. War auf die Auflösung. Nee, Miyamoto hat 10 Annahmen tatsächlich aus der Not herausgeboren, wahrscheinlich durch Netzroller, okay, oder kurze Aufschläge. Und ist bei diesen 10 Annahmen bei 70%. Ist natürlich ein bisschen verfälscht gegenüber Außenannahme oder Libero. Ja. Aber steht auf 1 in der Statistik. Aus der Kategorie unnützes Volleyballwissen für diese Saison. Voll gut, okay. Sehr gut. Dann abschließende Frage dazu. Schauen wir mal auf die Tabelle. Da geht es ja momentan saumäßig eng zu. 4 Teams haben 19 Punkte und belegen damit die Plätze 4 bis 7. Welche 4 Teams sind das? Pro Team gibt es einen Punkt. Gießen. Lüneburg. Hersching? Frankfurt. So, also jeder hat 2 eingeloggt. 3 waren richtig, 1 falsch und Trommelwirbel, Frankfurt ist nicht dabei, dafür die Bisons aus Bühl. Sprich, 2 Punkte Anton, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und 1 Punkt Linus. Frankfurt ist dann 8er oder wie? Oder? Genau, Frankfurt, ja, ist dann, ja. Frankfurt ist dann Achter, genau, nee, Frankfurt ist 9. KW ist 8. Frankfurt ist 9. jeweils mit 18 Punkten. Also es ist quasi von Platz 4 bis Platz 9, ist ein Punkt Differenz. Okay. So, damit haben wir die erste Kategorie schon mal geschafft. Zwischenstand 4-3, Anton Breme. Also knapp noch. Nervosität, Linus? Ja, eigentlich beantrage ich ja hier, das ist echt für den 40 genau getippten Platz, dass ich dann noch extra Punkte bekomme, aber ich bin wirklich jetzt im System. Ich erkenne es an und denke mal, dass ich jetzt erstmal. Ja, da muss das Schiedsgericht. Kategorien. Da muss das Schiedsgericht nochmal zuschlagen. Jetzt haben wir die zweite Kategorie, auch da freue ich mich eigentlich fast am meisten drauf. Es gab ja mal diesen Trend der Face-App, womit man sich entweder das Geschlecht umwandeln konnte, sprich den Mann per Face-App zur Frau machen oder umgekehrt, oder man konnte sich älter und jünger machen. Das haben wir auch gemacht mit ein paar eurer Vereins- und Nationalmannschaftskollegen und cool. Wir sind mal gespannt, wer von euch da besser abschneidet. Wer ist das, heißt die Kategorie, oder wer ist es? Und wer jetzt? Und, genau, jetzt wird eingeblendet und wer als erstes denjenigen errät, der bekommt den Punkt. Pierre Puschol. Das ging schnell. Erster Punkt geht nach Berlin. Stark. So schnell war ich nicht. Ich muss sagen, ich habe auch direkt Puschol einfach falsch geraten. Ich habe Kavi Niromant gesagt da. Also das war völlig falsch. So. Nächster. Martin Jukani. Also Martin. Ich nenne ihn Martin. Also, okay. Ja, das ist auch richtig. Name wurde echt gut. Ja, das ist stark. Also, Jungs, ich bin beeindruckt bisher. Mal gucken, ob wir es euch noch schwerer machen können. Der nächste. Ja, dein Franzose, Landsmann. Timothy Kale. Ja. Frage in die Regie. Zählt der Franzose auch als Punkt? Es gibt ja nur einen in Berlin. Aber. Nee, es gibt 2. Ja, du hast den Namen gesagt. Das ist okay. Okay, fair, okay, alles klar. Ich bekomme übrigens gerade noch die Info, dass bei Gleichstand am Ende bekommt Linus den Extrapunkt für die exakt richtig geratene Platzierung. Also Druck ein bisschen bei Anton, Kalle ist richtig. Aber 6-4, Führung ausgebaut. Nächster Spieler. Max. Ja, da war Linus ein Ticken schneller. Ja, das ist richtig. Ich habe das Gefühl, euch das ist zu leicht. Das ist ein Skandal.
Mir ist das echt schwerer gefallen, muss ich sagen. Also Markus hatte ich auch richtig, bei Martin Jokami war ich bei Markus Böhme irgendwie. Ja, vielleicht soll ich da nochmal ein bisschen an meinen Gesichtskenntnissen arbeiten. Als Profiler wärst du damit eigentlich nicht so geeignet. Nee, da bin ich komplett raus. Bin froh, dass ich den Job habe, den ich Ich wollte habe. genau sagen, eigentlich machst du doch den perfekten Job für dich. Ja, absolut, absolut. Ein bisschen schwätzen, das ist schon in Ordnung. Und ich habe ja beim Spiel immer die Rückennummern noch als Orientierungshilfe. Von daher, da komme ich dann ganz gut klar. So, nächstes Bild. Sehr schön. Zum Verlieben, wie ich finde. Ich kenne sie. Ist das nicht? Das ist ein Spieler von BRV. Ich weiß noch nicht wer, der als Mädchen gemacht wurde. Aber Cody, Genau, ja. ich bin von Instagram. Ne? Cody Kessel. Oh, stark. Ist Doch, Cody kenne ich. Kessel tatsächlich. Ja. Also Cody hat Potenzial als Frau, würde ich sagen, oder? Sah gut aus, ja. Exzellent. Aber Cody sieht auch so gut aus. So, schauen wir mal auf den nächsten. Ja, Wieso hier. sind das? Meise. Lukas Lukas Meise. Maase. Ja. Ist richtig. Wie geht's ihm eigentlich? Ist er wieder fit, Linus? Luki ist wieder fit auf vollem Training und macht mir gerade so ein bisschen Feuer unter den Hintern. Der will auf jeden Fall zurück ins Team und bietet auch ordentlich was im Training gerade. Aber zuerst hatte ich wollte zuerst Rika Maase sagen, seine Schwäche, die sind verdammt ähnlich. Das stimmt, Das ja. stimmt, das stimmt, ja, das stimmt. Aber ist auch gut, die Konkurrenzsituation wieder zu haben. Pusht dich das dann auch nochmal weiter? Ja, definitiv. Aber wir haben da auch weniger Konkurrenzverhalten, sondern eigentlich mehr ein freundschaftliches Bündnis. Und bei uns sieht es im Endeffekt so aus, dass wir uns eigentlich mehr oder weniger dadurch pushen. Und dass da auch nicht der Kampf im Fokus steht, sondern wirklich, dass wir uns gegenseitig voranbringen. Genau, weil wir beide eigentlich von dem Ziel, die Mannschaftsleistung arbeiten. Ah, okay. Sehr gut. So muss es sein. Aber ein bisschen Reiberei ist ja auch gut. Da, wo gerubbelt wird, fallen Späne. Das haben wir beide eigentlich nicht so nötig. Wir sind gut miteinander und ich denke mal, so funktioniert es am besten. Okay. Ich versuche nochmal so ein bisschen Knistern reinzubringen die nächsten Wochen. Aus der Ferne. So, schauen wir aufs nächste Bild. Christian Fromm. Ja. Ihr macht das schön abwechselnd. Ja. Ja, Fromi. Ah, Frommi. Der Routinier aus der Nationalmannschaft. 8-6, Führung leicht ausgebaut nach 2 von 5 Spielen. Aber ich weiß nicht, ob ihr gestern Football geschaut habt. Da wird es ja hinten raus nochmal richtig spannend. Also eine Führung heißt nicht gleich, dass da schon Hopfen und Malz verloren ist. Ich muss Und nur den andersrum. Wie bitte? Gleichstand erreichen. Ja, stimmt. Ja. Overtime, mal schauen. Ja, stimmt. Overtime gibt es ja dann nicht in dem Fall. Ja. Leichter Vorteil, vielleicht psychologischer Vorteil in Friedrichshafen bei Linus. Und nochmal Einladung an der Stelle natürlich an alle Fans im Chat, mal ein bisschen die Fragemaschine anzuwerfen. Wenn wir da mit den Spielen durch sind, wollen wir da noch die eine oder andere Frage beantworten. So, Spiel Nummer 3. Spiel Nummer 3. Jetzt muss ich selber mal hier auf meinen Ablaufplan schauen. Da haben wir den Montagsmaler. So, ihr habt das vorbereitet, wurde mir Ja. gesagt. Sensationell. Dann würde ich sagen, ich erkläre kurz die Regeln. Ihr habt beide jeweils ein Event bildlich festgehalten, so möchte ich es mal sagen, was euch gemeinsam verbindet. Und das wird jetzt erst Anton und dann danach Linus in die Kamera halten und der jeweils andere muss erraten, um welches Event es sich handelt. Und der Führende, würde ich sagen, legt vor mit seinem Bild. Anton. Also, Linus, es soll kein Diss sein. Ich fand es nur Nicht mal zu viel lustig. erklären. Okay, ich fand es okay. Ja, ich war berühmt berüchtigt beim VCO vormittags mit einer derben Knoblauchpfanne aufzutauchen. Da ich ungefähr an alles, egal ob herzhaft oder süß, im Abendlichen in der Küche dann halt immer, egal was wirklich gekocht wurde, immer Knoblauch mit dazu gegessen habe. Und auch Freunde von mir können es auch bestätigen, wenn sie mit mir mitgegessen haben, gab es auch kein Erbarmen und ich habe denen auch den Knoblauch noch zusätzlich ans Essen dran gemacht. Und am nächsten Morgen waren dann leider die Leidtragenden, meine Mannschaftskollegen vom VCO, und die haben sich dann irgendwann so damals drüber lustig gemacht, dass ich am Ende den Spitznamen Knoblauchzehe bekommen habe. Ja, Das ist stark. es war echt so, wir haben auch ab und zu mal zusammen gekocht und er hat dann immer Spaghetti gemacht mit Öl und Knoblauch. Aber ja. 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 Woher dieser Spitzname wohl kommt, jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Okay. Sehr, sehr stark, sehr stark. Ich würde sagen, der Punkt geht verdientermaßen, wird verdientermaßen vergeben. Auf
jeden Fall. Oh. Und ja, jetzt andersrum. Linus, dein Event bitte. Ich habe nichts gemalt, weil ich wirklich kein zeichnerisches Talent besitze. Ich habe mir aber die Mühe gemacht, mal ein Foto rauszusuchen auf meinem Handy. Das halte ich jetzt mal ganz kurz in die Kamera. Vielleicht, Toni? Oh. Noch was? Ja. Das war auf jeden Fall, waren wir da auf ein Turnier mit Andreas Neske, also VCO2 war das. Das weiß ich. Aber ich weiß gerade nicht, wo das war. Das ist das Problem. Und da waren wir halt, das war in Fußballstadion, da war die Eröffnung. Das war wie so eine kleine Olympiade oder sowas, oder? Also da waren mehrere Sportarten. Und wir waren auf jeden Fall in einem Fußballstadion und haben Leute bei einer Zeremonie zugeguckt, wie die mit Fahnen eingelaufen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wo das Turnier war, um ehrlich zu sein. Wir sind Erster geworden, das weiß ich. Ganz mit VCO2. Ich weiß nicht, ob ihr mir den Punkt jetzt gönnt, aber das muss die Regie entscheiden. Ja, also wir haben ein Turnier gespielt, das war eine große Jugendspiele, die auf Spiel aufgebaut waren. Das war in Österreich, in Klagenfurt am Wörthersee. Stimmt, Klagenfurt. Der Co-Trainer damals, der Hansi Huber, am Wörthersee geboren wurde. Der kommt aus Klagenfurt und der hat dort uns halt das Turnier vermittelt. Und das haben wir dann sozusagen im Sommer dann nach der Saison mit dem VCO2-Jahrgang, bevor wir dann VCO1 wurden, als Abschluss dann nochmal gemacht. Genau. Stark. Du musst das Foto nochmal zeigen, wie ihr aussagt. Da müssen wir jetzt nochmal allen Fans die Möglichkeit geben, da nochmal hinzuschauen. Das war großartig. Wie alt war die da? 16? Das war 2017. Ja, da waren wir da im Stadion. Das ist die restlichen Jungs, die gehen alle noch zum VCO. Ja, also, genau. Manche Gesichter kennt man eigentlich noch. Bogi ist da drauf. Ist auch mein Bruder. Und Erik Burgriff, der jetzt in Düren spielt, ist da auch drauf. Genau. Ja. In Dannenburg spielt der zweite Bundesliga in Neustrelitz. Tobias Zander spielt bei Warnemünde, hinten, der so amüsant in die Kamera lächelt. Und Julian Meissner, der ist jetzt in New York auf dem College. Auch nicht schlecht. Also New York auf dem College würde ich auch sofort nehmen. Ich war nur leider immer zu schlecht. Aber die Traumabewältigung, die mache ich vielleicht an anderer Stelle nochmal. Wo du das Foto krass zeigst, kurze Zwischenfrage. Ihr seid ja relativ verteilt mit den Jungs aus der Juniorennationalmannschaft, aus dem Juniorenjahrgang. Am Wochenende habe ich gesehen, Anton, ihr habt ja ein sehr, sehr schweres Spiel in Gießen gehabt. Nach dem Spiel mit Jan Röhling kurz nochmal gequatscht. Wie oft oder wie besonders ist das noch, gegen die alten Jungs aus der Juniorenzeit zu spielen? Oder ist das dadurch, dass die alle so verteilt sind mittlerweile und das Gefühl, jedes zweite Spiel ist gar nicht mehr so besonders? Für mich ist das mega besonders, weil ich freue mich immer, gegen sie vor allen Dingen zu spielen und vor dem Spiel und nach dem Spiel mit denen zu quatschen. Und mir gibt es immer viel, dass ich danach einfach mit denen nochmal reden kann, wie es denen geht. Und es interessiert mich eigentlich extrem. Aber ich habe auch noch voll Kontakt per WhatsApp mit vielen Leuten, speziell mit Erik Burgriff. Und also ich mag das, dass ich da gegen die jede Woche spiele sozusagen. Linus, bei dir? Ich freue mich eigentlich auch immer sehr, die Jungs zu sehen, vor allem dadurch, dass ja auch zu vielen dann auch die freundschaftlichen Wurzeln dann auch reichen. Und im Endeffekt jetzt dadurch, dass wir im Corona-Jahr sind und wir jetzt auch sonst uns persönlich halt nicht besuchen können, freue ich mich dann eigentlich immer, dass wir durch die Spiele, dass ich dann halt eben da mein Freundeskreis dann eigentlich immer mal wieder so, wenn auch vom Pals dann wieder mal ein bisschen sehe und dann nach dem Spiel, dann wird dann immer noch mal ein bisschen geredet und dann bleiben wir in der Halle. Also spart sich dann eigentlich sozusagen das persönliche Treffen und alles Corona-Komfort. Ich finde es auch cool, um ehrlich zu sein, wir sind ja, also ich bin jetzt auch in einem Team zum Beispiel, wo viele Leute älter sind als ich. Na klar, es ist auch cool mit denen auf jeden Fall, aber dann halt mit jemandem zu treffen, der genauso wie ich angefangen hat und genauso wie ich gespielt hat, ist halt auch cool, dann nochmal mit denen zu quatschen und wie es ihm halt geht. Oder über die guten alten Zeiten zu reden, wie ich das gerade mache. In dem Fall stimmt es wirklich, weil die aktuellen Zeiten sind natürlich ein bisschen schwierig, da sind die alten Zeiten tatsächlich die besseren gewesen. Aber das ist ein anderes Thema, das soll auch gar nicht so sehr im Fokus stehen hier heute. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie sozusagen. Ich würde sie mal Volleyball-Wikipedia taufen und so ein bisschen erklären, was es geht. Und zwar werde ich euch gleich ein paar Fakten über aktuelle Nationalmannschaftskollegen von euch vorlesen. Immer schön der Reihe nach. Kurze Frage. Von euch, jo. Also den Punkt habe ich jetzt nicht bekommen, ne? Sehe ich richtig? Den Punkt hast du nicht bekommen, wenn ich das richtig sehe. Wenn die Regie da nicht nacharbeitet. Ich schaue gerade noch mal in den internen Chat. Aber es wird schon geschrieben, also man ist da knallhart. Zu wenig Info. Okay. Es bleibt ist in Ordnung, ich wusste den Ort nicht mehr. Aber ja. Es bleibt beim 8:7. Grüße an der Stelle natürlich nochmal an Hansi Huber. Ein sehr lustiger Zeitgenosse. Definitiv. Ja, stimmt. So. Also ich lese einen Fakt nach dem anderen vor. Und wenn ihr glaubt, ihr erkennt, um wen es geht, müsst ihr Stopp sagen, damit ich aufhöre zu lesen, dann den Namen nennen.
Wenn das falsch geraten ist, also wenn das richtig geraten ist, gibt es den Punkt. Wenn das falsch geraten ist, nenne ich noch einen Zusatzfakt und der jeweils andere kann dann raten. Also da ist dann auch noch ein bisschen Risiko dabei. So ein bisschen im Stil von Blamieren oder Kassieren, wenn ihr das kennt. Ja, ja. Sehr gut. Dann fangen wir mal an. Also, der erste Spieler ist in Berlin geboren. Über 260 Länderspiele und 2 Olympiateilnahmen. Feierte sein DVV-Debüt in Estland. Stopp. Ja. Sehr risikoreich, aber ich denke Markus Böhme. Markus Böhme ist eingeloggt. Und Markus Böhme ist richtig. Also ganz kurz, ich habe jetzt nicht Stopp gesagt, aber ich hatte den Namen eigentlich vorher gesagt gehabt. Aber gut, war nicht nur regelkonform, dann, dass ich nicht Stopp gesagt habe. Oder ich hab... Also ich hatte nicht gehört, dass du ihn schon gesagt hattest. Ach so, ja. Ich auch nicht. Also neben mir sitzt gerade Matthias, der kann ihn bestätigen. Super Linus immer. Ja, wir können das auch noch einigen hier nochmal, ja, weil ich habe nicht Stopp gesagt. Okay, dann überlassen wir das der Regie, da kriege ich gleich Info. Ich mache mit dem nächsten weiter. Okay. Wichtig, wirklich Stopp zu sagen. Ich sehe euch auch nicht, weil ich logischerweise die Dinger vorlesen muss. Deshalb gerne laut und deutlich Stopp. Und dann kriegen wir das, aber Volleyball ist ein schön fairer Sport, dann kriegen wir das hin, dass wir da auch den Punkt fair vergeben. So, nächster Steckbrief. Ja, guck mal, so kann ich euch sogar sehen. Also Handzeichen reichen im Zweifel zusätzlich auch, dann, okay. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So, der nächste Spieler ist geboren in der Ukraine. Georg Rosser. Ist falsch. Na, Ungar. Oh. Der nächste Fakt ist über 160 Länderspiele und Anton kann lösen. Curly Berda? Ja. Curly Berda ist richtig. War ein bisschen vorschnell. Ja, kleiner Schnellschuss, da ist die Auswahl natürlich ein bisschen kleiner bei den Jungs, die im Osten Europas zur Welt gekommen sind. Nächster Spieler. Jetzt bin ich mal gespannt, wie tief ihr auch in die Historie eurer Nationalmannschaftskollegen schon eingetaucht seid. Mhm. Der Jugendverein eures nächsten Nationalmannschaftskollegen ist die TuS Gensingen. Mhm. Vorbild Dirk Nowitzki. Abschlaghöhe 3,50 Meter. Geburtsort ist Bingen am Rhein. Geht gerade auf TikTok viral mit über 400.000 Followern. Stopp. Boah, das wäre jetzt sau schwer, wer als erstes ist. Ich habe ein bisschen früher das Handzeichen von Linus gesehen. Deshalb würde ich da zu Linus gehen. Okay, also Tobias Krieg. Tobias Krieg ist richtig, ja. Ich hoffe, Anton, das ist für dich in Ordnung gewesen. Alles gut, alles gut. Ich habe es einen Tick früher gesehen. Ja. Alles ja noch drin. 9:8 müsste es dann jetzt sein. Und wir kommen zum nächsten Nationalmannschaftskollegen. Er hat schon einige Auslandsstationen hinter sich in Italien, Russland und Polen. Deutscher A-Jugendmeister 2005. Erstmals 2007 in der Nationalmannschaft. Sein Vater Ulrich war ebenfalls Volleyball-Nationalspieler. Anton, ja. Georg Rosser? Nein. Volleyballer des Jahres 2015 wäre noch das nächste und Linus darf lösen. Glaube ich. Björn Antrim? Ja? Björn Antrim? Nein. Kein Punkt. Lukas Kamper wäre es gewesen. Nächste, aber ich lese mal die nächsten Stichpunkte und dann sagt ihr mir, ab wann ihr es erkannt hättet. Hobby Poker. Insgesamt 4-mal Volleyballer des Jahres. Ja, das. Ja. Genau. Und dann spätestens mit spielt aktuell in Polen und DVV-Kapitän wäre es wahrscheinlich klar gewesen. Kommen wir zum nächsten. Jetzt bin ich auch gespannt, wie ihr aktuell euch auf den Laufenden haltet über die Kollegen. Er ist nämlich seit neuestem Podcaster. Hat in seiner Jugend mit Eishockey angefangen. Ist deutscher Meister der U18. Bisher 58 Länderspiele. Ruben Schott. Ja, Anton. Ruben Schott ist richtig. Ehemaliger
Vereinskollege von Linus in Berlin, glaube ich. Ihr habt euch ja auch mal zusammen, als du bei BBR Wallis noch ausgeholfen hast, oder hat sich das nicht mehr überschnitten? Ganz, ganz am Anfang. Da war ich nur mal ein paar Mal zum Training reinschnuppern, aber da hatte ich nichts groß mit der Frau zu tun. Okay. Ein paar Mal wenigstens gesehen. Jetzt aus der Nationalmannschaft kennt ihr euch ja ohnehin auch ein sehr lustiger Zeitgenosse. Der hat übrigens mal den Kollegen Dirk Berscheid ziemlich aufs Eis geführt, hat er zum 1. April einen Facebook-Post gemacht auf seiner Seite, hat gesagt, er hört jetzt auf mit der professionellen Karriere, geht wieder zurück zu seinem Verein SV Preußen Berlin und lässt da die Volleyballkarriere austrudeln. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Und das hat es tatsächlich auch in die Fernsehübertragung dann geschafft. Toni, dass Schnubi mit Eishockey angefangen hat? Nee, aber ich habe mich schon mal in die Richtung gedacht. So, und dann Podcast mit den letzten aktuellen Ereignissen, so bin ich jetzt nicht ganz im Bild. Aber Schnubi mit Eishockey, ja gut. Er hat mal gesagt, beim Media Day, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren war ich da und da hat er erzählt, dass er am Anfang da auch seine Aggressionsprobleme so ein bisschen kanalisiert hat in dem Sport. Also natürlich im Witz, aber ja. Cool. Hat im Übrigen dieser Podcast zusammen mit Kimberly Treffenjock und seinem jungen Kumpel Kilian Gaffrey und die drei plaudern da über Gott und die Welt. Das war Runde 4. Also Anton liegt 2 Punkte in Führung. Zeit noch mal ein bisschen aufzuholen, Linus. Sonst geht es zwischen der Duell zumindest mal nach Berlin. Und wir kommen zu Frage 5 beziehungsweise zu Wettkampf 5. Und das ist ein Entweder-Oder. Und da müsst ihr euch jetzt quasi entscheiden. Ich stelle eine Entweder-Oder-Frage. Und ihr müsst dann jeweils mit Anton oder mit Linus antworten. Ich werde dann auf 3 runterzählen, dass ihr gleichzeitig die jeweiligen Karten ins Bild halten könnt und euch nicht absprechen könnt. Und dann schauen wir mal, ob ihr euch da gut genug kennt. Da gibt es übrigens keine Punkte mehr für, kriege ich gerade aus der Regie gesagt, wie auch. Dann haben wir schon mal einen Gewinner zumindest. Das wäre Anton. Hey, Tobi, gut gemacht. Danke, mein Kleiner. So, also da zumindest schon mal die kleine Revanche der Berliner. Schauen wir mal, ob das am Mittwoch im Spiel. Damit okay. Achso, also wenn sich das sportlich dann niederschlägt, dann ist das natürlich zu Antons Gunsten. Wenn sich das sportlich nicht wieder niederschlägt, warten wir es ab. Wir können es auf jeden Fall verfolgen. So, wir kommen zur ersten Frage. Wir waren ja vorhin schon mal bei positionsfremden Spielelementen. Damals war es die Annahme, jetzt geht es ums Zuspiel. Wenn ihr zuspielen müsstet, wer von euch ist denn der bessere Zuspieler? Wer spielt besser zu? Wir beide. Okay. Das können wir, glaube ich, sagen. Wenn ihr eure Wahl getroffen habt, und dann zähle ich runter. Okay. 3, 2, 1. Ja. Jippa. Okay, da geht's schon mal, da seid ihr schon mal einer Meinung, das ist schon mal sehr gut. Wie war das bei euch im Beachvolleyball? Ich habe gesehen, Linus, du bist mal mit einem alten Mannschaftskamerad von mir deutscher Meister geworden. Deshalb dachte ich, dass es in deine Richtung geht. Ja, ich muss da ein bisschen intervenieren. Und zwar habe ich jetzt nicht gesagt, dass Toni der bessere Zuspieler ist. Ich bin einfach nur fairerweise davon ausgegangen, dass ich ein miserabler Zuspieler bin. Und ich will deswegen selber, dass ich gehen würde, aber auf jeden Fall nicht auf die Fertigkeiten von Toni. Okay. sehr gut. So, dann schauen wir auf das nächste, auch ein Spielelement, was euch eigentlich eher fremd ist, aber vielleicht nicht ganz so fremd wie das Zuspiel, weil es ja zumindest ab und an vorkommen muss bei euch. Das ist nämlich die Abwehr. Nicht die Paradedisziplin, aber es kommt vor. Wer von euch ist der bessere Abwehrspieler? Das ist klar. Also. Okay, 3, 2, 1. Was? Ich kann gar nicht abwehren. Wie viele Abwehr hast du diese Saison von mir schon gesehen? Also offiziell gezählt hier bei mir im Verein sind es 3 Abwehrhandlungen. Echt? Eine davon ist im Training. Und doch so viel. Nee, ich hätte jetzt gedacht, Linus, weil beim VCO war das eigentlich immer ganz gut. Und er hat auch halt so eine gute Masse, dass man da mal gut getroffen werden kann, auf jeden Fall. Weil ich habe immer so ein bisschen Angst vor der Abwehr, muss ich ehrlich sein. Ich stelle mich da zwar hin, aber so richtig weiß ich, glaube ich, nicht, was ich da mache. Ich verrate nicht zu viel. Toni rennt halt einfach irgendwann und wird halt trotzdem abgeschossen und kriegt die Leute halt eben hoch. Also haben wir schon mal 2 Schwachpunkte ausgemacht am Mittwoch. Genau. Aber es kommt ja zum Glück nicht so oft vor, dass ich da in Abwehr stehe. Da steht Linus schon öfter so in Abwehr. Ja, also ich habe mehr Abwehrchancen, aber deswegen vielleicht der Heil berechnet hat, dadurch, dass ich mehr Abwehrchancen habe und weniger Abwehr, aber tatsächlich als du, der jetzt nicht so viele Abwehrchancen hat, dürfte der Punkt vielleicht an dich gehen.
Okay. So, jetzt eine Frage, da könnte ich mir ein kleines Konfliktpotenzial vorstellen. Wer von euch kommt denn besser bei den Mädels an? Also, ihr sagt, wenn ihr eure Lösung habt, ich zähle mal runter. 3, 2, 1. Doch, Okay. würde ich schon sagen, aber gibt es jetzt nicht so, doch, gibt schon einen Grund, so, also er hat halt einen recht guten Körper und kann gut reden. Und bei VCO hat man es auch immer gesehen, dass da schon, er ja, schon oft Dates hatte. Na gut, er hat auch lange eine Beziehung gehabt. Und ja. Jetzt sag Also, nichts Falsches. dafür entschieden, weil meine Freundin sagt, ich bin der Schönste. Okay, sehr süß, sehr, Aber gut, dass wir uns einig sind. sehr gut. Das lassen wir mal so stehen. Die zweite Frage geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung dessen, was Anton gerade schon mal angesprochen hat. Wer hatte in seinem Leben bisher mehr Dates von euch? Ja. Es zählen nur Kennenlern-Dates oder dergleichen, also nicht Dates mit der festen Freundin. So, 3, 2, 1. Minus! ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich habe früher halt schon ab und zu mal Dates gehabt. So. Und Linus hat, wie gesagt, beim VCO lange eine Freundin gehabt. Und ja, Ja, und jetzt deswegen. gerade eben auch jetzt schon seit über 2 Jahren wirklich mit meiner Freundin wieder zusammen. Und wie gesagt, deswegen, dadurch, dass ich die ganze Zeit ja glücklich vergeben bin, hat Toni da mehr Chancen. Alles klar. Sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Soft Skills sozusagen bei euch. Wer von euch beiden ist der Ehrgeizigere? Okay, ja. Okay, 3, 2, 1 und hoch. Voll Habe ich gut. fast so erwartet. Also ich kenne euch ja nicht besonders gut, aber habe ich fast so erwartet, ehrlich gesagt. Warum hast du das erwartet, Daniel? Das würde mich interessieren. Aufgrund der Tatsache, dass irgendwie, ich kenne die Aussage von Linus, dass er mit 17 oder so schon gesagt hat, ich möchte in die Fußstapfen von Georg Grosser treten, was ja schon recht große Fußstapfen im Volleyball sind in Deutschland. Und so eine Aussage in dieser Form sozusagen habe ich von Anton nie gehört, dass du gesagt hast, ich möchte, weiß nicht, ich möchte so krass werden wie Wolwich oder wie auch immer. Ja, Deshalb bin ich da auf Linus gegangen. Aber ihr könnt gerne okay. korrigieren, ob es da irgendwas anderes noch gibt, woran man das festmachen kann. Nee, ich habe ihn auch genommen, weil, also ich war, man muss schon sagen, dass Linus und ich oft im Kraftraum zum Beispiel mit die Letzten waren, aber er war dann halt schon öfters der Letzte. Und ja, ich glaube, er hat es auch durch ein Schwimmen, das Schwimmen hat er auch nochmal mega Ehrgeiz gehabt und kam dann halt zum Volleyball und wollte halt immer erst aus der Halle raus, bis es geklappt hat sozusagen. Und ja. Aber es das heißt jetzt nicht, dass ich nicht ehrgeizig bin, Das kann sondern ich wollte sowieso genau. sagen, ich schätze dich auch als sehr ehrgeizig an dich. Ich habe jetzt auch im Endeffekt eigentlich nur für mich gestimmt, weil ich von mir selber behaupten würde, dass ich halt ehrgeizig bin. Und dass halt auch die Fertigkeit halt eben ist, der mich halt eigentlich die ganze Zeit vorantreibt. Also der Ehrgeizigere der Ehrgeizigen sozusagen. Das ist mir hier ein bisschen zu harmonisch, Freunde. Da muss noch mal ein bisschen krachen. Wer von euch beiden ist denn kritikfähiger? Ja. Okay, 3, 2, 1 und hoch. Voll gut. Ihr kennt euch gut, offensichtlich. Ja, weil der Linus Okay. hat ab und zu mal vom Johann einen Spruch bekommen und da ist er ab und zu mal im Training fest geworden. Ja, Johann Aber Verstappen, ehemaliger Jugendtrainer, dazu gesagt. genau. Genau. Und ja, darum habe ich jetzt mich genommen sozusagen. Also ich habe es öfters mal fertig gebracht, dem Trainer zu widersprechen. Oh, das ist gefährlich. Nicht gerne gesehen wird und dementsprechend habe ich dann immer öfters mal eine abbekommen. Ich glaube, das ist Und bei Johann auch nicht ungefährlich, ne? Also es ist auch einer, der hat das nicht so gerne. nee, definitiv nicht. Und vor allen Dingen, also dadurch, dass ich ja an sich eigentlich auch ein relativ großes Ego habe und dann halt, wie gesagt, auch noch widerspreche, war das dann halt im Endeffekt mit dem Trainer Johann Verstappen, der auch selber sehr, sehr großes Ego hat und auch dadurch auch lebt, gerät man dann öfters mal aneinander. Und es hat sich natürlich auch schon gebessert, aber ich würde definitiv sagen, Toni ist der Kritikfähiger als ich. Wie ist es mit Micha? Micha Warm? Mit Micha ist es eine ganz andere Ebene, weil mit Micha kommuniziere ich viel, viel besser, sodass wir eigentlich nie so viele Punkte haben, wo wirklich Kritik entsteht, dadurch, dass wir die ganze Zeit eigentlich
auf einer Wellenlänge kommunizieren. Sehr gut. Also mehr, also auch wieder Harmonie, Leute, das wird mir hier zu viel. wir haben vorhin schon, wir haben ja dieses Quiz gemacht gerade eben, da hat sich ja Anton klar durchgesetzt, oder das ist klar, hat sich mit 10-8 durchgesetzt. Trotzdem nochmal die Frage, wer von euch hat mehr Ahnung von Volleyball, sprich, war das repräsentativ oder nicht? Wer hat mehr Ahnung von Volleyball? 3, 2, 1 und bitte. Schon wieder richtig. Warum? Liest du dich da eher bei Volleybox nochmal ein oder schaust du alte Spiele an, Linus? Ich wäre jetzt eigentlich danach gegangen, dadurch, dass ich jetzt ja die Erfahrung habe, schon in Italien gespielt zu haben und da auch jetzt regelmäßig dann auch nach wie vor dann halt auch meinen alten Verein Mailand hat eben dann auch eine Verfolge und halt auch schaue, wie die italienische Liga steht und da auch intensiv dann jetzt ja auch manche Spieler kenne und da die Beziehungen nachvollziehen kann, definitiv dann halt einfach schon der Fokus aus der Bundesliga auch mit teilweise in die UNO nach Italien, was dann denke ich halt auch schon dazu führt, dass dann halt von der Volleyballwelt an sich schon mal ein bisschen mehr mitbekommt, gerade bei dem Hotspot Volleyballland Italien. Ja. Sehe ich genauso und er hat auch so ein bisschen Beach-Erfahrung gehabt, wo ich halt gar nicht reinkam in dem Bereich, weil er da ziemlich erfolgreich war und da kenne ich mich halt gar nicht aus, genau. Ja, da arbeiten wir noch dran, wenn der Beach nochmal dann wieder anfängt, dass da noch was kommt. Letzte Frage, abseits des Volleyballs, wer von euch hat denn die höhere Allgemeinbildung? Ja, den gleichen, okay. Okay, dann gerne rein ins Bild. 3, 2, 1 und hoch. Toni, was los? Ach ja, er war auch in der Schule immer der Bessere, muss ich ehrlich sein. Und er ist halt schon ein schlaues Kerlchen. Ich hätte es jetzt richtig eigentlich so gesagt. Also Toni hat eigentlich sehr punktuelle, sehr große Fähigkeiten. Und bei mir hätte ich eher gesagt, dass ich halt eher sehr allgemein relativ gut bewandert bin, dadurch, dass ich halt früher relativ viel gelesen habe, mittlerweile auch mich gerne informiere halt. Aber bei Toni, der hat halt sehr spezifische Interessen und denke ich mal, also wenn ich da in, wie gesagt, in seinen Interessen gebieten hat, eben werde ich auf jeden Fall auch vielleicht mit einer größeren Allgemeinbildung nicht nachkommen. Ach, Freunde, wir haben gedacht, mit der letzten Frage können wir euch nochmal kitzeln, aber irgendwie, er scheint euch vorher abgesprochen zu haben. Das ist mir zu lieb hier, wie wir miteinander umgehen. Mal schauen. Vielleicht wird das sportlich dann nochmal eine andere Nummer. Vielleicht flaumt ihr euch auf dem Feld an. Das wäre ja schön. Also, das kann gut passieren. Ich weiß noch, wir haben früher immer. Vielleicht treffen wir uns nochmal kurz abends. Daniel, ich weiß noch, früher haben wir immer 3 gegen 3 Hinterfeld ganz viel gespielt beim VCO und da kam es oft zu Reibereien, weil man dann halt so in den Modus reinkommt, sich zu fighten und da hat man immer ab und zu mal einen blöden Spruch rübergeworfen, aber das macht ja Spaß. Auf dem Feld macht Spaß. Emotional vorher ein bisschen befeuert, wenn man dann am Vormittag Krafttraining hatte und Klimmzug gemacht hat und die dann halt auch als Competition, wer am meisten Klimmzug geschafft und Toni hat immer mehr Klimmzüge als ich geschafft, obwohl ich ihn wilder trainiert habe. Also dann natürlich mit dem Balltraining genommen und am Ende, wenn man den richtigen Moment gehabt hat, dann auch da mal noch einen Spruch losgelassen. Genau. Wie oft ist man dann noch böse, irgendwie, wenn was passiert, während des Trainings oder während des Spiels, oder ist es dann relativ schnell abgehakt? Ne, ich finde jetzt, also wenn wir zusammen in der Mannschaft spielen, da ist man nicht böse. Also ab und zu haben wir es dann halt ein bisschen übertrieben und dann war man halt im Training ein bisschen pissig. Aber das ist ab und zu auch richtig gut, weil dann wird man aggressiv und ehrgeiziger. Und wenn man gegeneinander spielt, dann, weiß nicht, spornt mich auch an, motiviert mich, würde ich sagen. Ja, Pack verträgt sich. Also wir sind ja mit Kameraden gewesen und wie Toni schon gesagt, im Endeffekt hat es teilweise die Leistungen und das Niveau im Training eigentlich immer noch mal mit befeuert. Gut, auch im Training kann es mal sein, dass man 2 Tage eingeschlafen ist. Aber spätestens am 3. Tag, dann ist man irgendwie wieder in der Schule, wenn es dann die Schulbank gedrückt hat. Es war dann wieder wichtiger, wer die Hausaufgabe von wem abschreiben kann. Ja, jetzt ist ja die Karenzzeit, glaube ich, raus. Jetzt könnt ihr nicht mehr nachträglich da irgendwie noch belangt werden. Wie oft ist es denn vorgekommen, dass man sich mal irgendwie vorm Unterricht noch schnell was hinterher geschoben hat? Sehr oft. Sehr ehrlich. Vor allen Dingen Mathe. Und der Mathe-Nachhilfeunterricht wurde dessen abgesagt, da wir auch selbst auf den Mathe-Nachhilfeunterricht keinen Lust hatten und dann irgendwie Kinder oder sonst was angeschoben haben. Und im Endeffekt hatte der Lehrer dann auch keinen Bock mehr. Ja. Das glaube ich.
Das glaube ich. So, wir haben noch Zeit für ein paar Fragen aus der Community. Also gerne nochmal rein damit. Ich gehe mal so ein bisschen durch, was bisher gekommen ist. Der Kalle Bolz fragt, Linus, wie nervös bist du vor dem Spiel gegen deinen ehemaligen Verein? Nicht nervöser als vor dem anderen Spiel, würde ich das jetzt mal diplomatisch formulieren. Es ist natürlich, also es kommt mehr darauf an, dass es ein Spiel ist, als dass es halt schon promoted wird, ein Duell der Giganten, und da zählt dann auch weniger rein, ob das jetzt nur ein ehemaliger Verein ist, sondern einfach darauf, dass wir jetzt hier in der Bundesliga die beiden Vereine sind, die sich um die oberen beiden Ränge streiten, und deswegen wäre ich eher nervös. Okay, also es ist dann nicht so dieses ich komme heim zum Ex-Club sozusagen, sondern eher dieses, es geht wirklich um was, Nervosität, wenn man so will. Ja, ich komme ja gerne nach Hause, wie ich ja schon gesagt habe, wenn ich dann in Berlin bin, kann ich mit den Leuten wieder reden, dann sehe ich halt alte Gesichter wieder, man kann alte Geschichten aufleben lassen, und der Wettkampf ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Also eigentlich freue ich mich eigentlich mehr. Das ist gut. Anton, wie wäre es bei dir oder wie ist es bei dir, wenn du jetzt SVG Lüneburg zum Beispiel gefahren bist oder da dein Spiel hast? Das war nervös, mega. Mega schön, aber eigentlich so, ich sehe das wie Linus, wie vor jedem Spiel. Man freut sich halt danach, dann immer mit den Leuten zu reden, und ich weiß noch, als ich gegen Lüneburg gespielt habe, habe ich danach mit den Fans darüber geredet, und ich habe immer von einem Fan so ein Pesto-Glas bekommen, und das hat sie mir dann auch nach dem Lüneburg-Spiel geschenkt, und es war mega cool, wenn man da halt spielt und dann danach mit den Leuten reden kann, ist echt schön. Sehr gut. Ja, ich stelle mir das irgendwie tatsächlich komisch vor auf der einen Seite, aber es gehört ja letztendlich auch dazu, weil im Volleyball ist ja generell, die Verträge sind jetzt nicht so langfristig gehalten. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass man mal irgendwann auf einen Ex-Club trifft. Also das ist vielleicht häufiger der Fall als in anderen Sportarten. Schauen wir auf die nächste Frage von Caro Hellmann. Ist das Ausland für euch beide wieder ein Ziel? Und wenn ja, wohin soll es gehen? Ich fange mal an mit Linus, der ja noch einen Vertrag im Ausland hat. Also ich kann damit auch wieder noch darauf antworten. Also im Endeffekt treffe ich eine Entscheidung, wo ich denke, dass die für meinen sportlichen Wertegang die beste Entscheidung ist. Und wenn die ins Ausland führt, weil ich denke, dass dort vielleicht ein Trainer ist, der mir weiterhelfen kann, weil dort ein Team ist, wo ich gut reinpasse und in der Liga spielen kann, wo ich mal den nächsten Schritt mache. Aber das hängt alles von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab, dass ich da vor allem mich jetzt auch nicht spezifizieren möchte, auf welchen Club oder ganz genau in welches Ausland. Also vor allem, weil ich mich jetzt beim VfB auch sehr wohl fühle, dass ich auch dann auch wiederum durch meine Leistung auch zeigen kann, wobei ich jetzt auch noch nicht ausschließen würde, vielleicht noch ein Jahr zu bleiben. Das ist doch mal ein Wort. Da freuen sich kritisch auch mal. Ich meine, anzureden, ich bin noch, wie du es bereits schon richtig gesagt hast, noch ein Jahr unter Vertrag, aber ich denke, man kann sich am Ende wieder auf alles einigen, und somit stehen die meisten Türen offen. Ich bin gespannt. Anton, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du Auslandsambitionen? Wenn ja, was wäre so dein Traumziel vielleicht irgendwann? Am ersten würde ich schon gerne mal im Ausland spielen in meiner Karriere, um einfach das kennenzulernen. Aber ich sehe das ähnlich wie Linus, man muss von Jahr zu Jahr gucken. Und ich hatte jetzt dieses Jahr schon, würde ich sagen, eher schwieriges Jahr, auch durch mein Knie. Ich habe mich da im ersten Saisonspiel ein bisschen verletzt, und deswegen muss ich einfach jetzt wieder meinen alten Rhythmus bringen, und ich fühle mich in Berlin momentan wohl, und ich könnte mir auch auf jeden Fall vorstellen, hier länger zu bleiben. Aber wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, gerne mal ins Ausland zu gehen, um das dort kennenzulernen, wie zum Beispiel Linus in Italien, da einfach mal die Liga, anderen Volleyball kennenzulernen, wäre schon ein Traum für mich. Und ich würde gerne nach Italien gehen, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe. Ja. Schauen wir mal, ob das vielleicht irgendwann auch gemeinsam ist. Die nächste Frage kommt von Karin Bühler. Wer von euch hat früher mit Volleyball im Verein angefangen? Also wer war der Erste von euch? Ja. Würde ich auch sagen, weil der Linus hat ziemlich lange noch, ist noch geschwommen, und ich habe dann immer schon U12 und U13 und U14 gespielt, und da war Linus, glaube ich, gar nicht, da warst du, glaube ich, gar nicht dabei, du bist dann erst, doch, U14 ist er dazugekommen, glaube ich. Ja, ich bin ganz, ganz spät dazugekommen. Ich habe zwar angefangen mit 10 Volleyball zu spielen, das war dann einmal die Woche, wir waren auch im Training auch nur zu dritt, also ich habe angefangen mit einem alten Kindergartenfreund, vom Holzhels, Grüße gehen raus hier an der Stelle, hat bei uns auch noch ein VCO in Berlin mitgespielt, deswegen vielleicht passt es auch daher ganz gut zur Thematik. Und mit jemandem habe ich angefangen in der Heimatstadt mit 10 einmal die Woche Volleyball zu spielen. Am Ende ist es dann ein bisschen mehr geworden, aber ich bin auch noch, bis ich 12 war, fleißig geschwommen. Oder auch da die Möglichkeit, auf die Sportschule zu gehen, habe ich dann dagegen entschieden und bin dann ein Jahr später als Volleyballer auf die Sportschule gegangen. Ja, ein Multitalent. Wie oft schwimmst du noch?
nicht mehr viel. Früher, wenn ich zu Hause war, dann war es halt wirklich so, als ich mein Familien-Event ist man dann zusammen nochmal in die Schwimmhalle gegangen, dadurch, dass meine beiden Eltern auch aus dem Schwimmboot kommen. Und dann hat man das als wirklich als Familie, dann mal ist man geschwommen, aber mittlerweile ist das halt zeitlich, weil man halt eben so in der Liga drin ist, man einfach selten noch zu Hause ist und wenn man dann halt die Zeit zu Hause dann auch anders nutzen möchte. Und Ja, das kann ich verstehen. Nächste Frage kommt von Maximilian Wilke. Gibt es Momente im Spiel, wo man den anderen anschaut und dann sowas wie heute denkt? Also wie geht man damit um oder seid ihr so fokussiert, dass das nicht passiert? Um ehrlich zu sein, Linus und ich haben gar nicht so richtig gegeneinander gespielt, weil das letzte Spiel gegen Friedrichshafen war ich ja noch sozusagen ein bisschen verletzt und ich kam dann erst am Ende rein. Aber ich kann das reflektieren auf andere. Und ja, auf jeden Fall zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen dummen Fehler macht, dann habe ich zum Beispiel den Erik angeguckt, als ich mit ihm gespielt habe und da lacht man halt so kurz. Und aber danach fokussiert man sich eigentlich direkt wieder. Also bei mir geht das nach 2 Sekunden weg dann und dann fokussiere ich mich auf den nächsten Ball. Und natürlich übrigens professionell genug, da auch dann direkt dann den Schalter wieder umzulegen. Das ist wichtig, ja. Ich bin ja auch viel im Beachvolleyball unterwegs und ich liebe den Instagram-Feed. Müsst ihr vielleicht mal reinschauen von Dan John, sowieso ein komplett lustiger Typ, sehr trockener Humor und der nimmt da auch den einen oder anderen Fehler, den er selber gemacht hat, mal auf die Schippe. Genial, mit Caption drunter. Okay. Hochrand unterhaltsam, müsst ihr mal reinschauen und alle da draußen müssen mal reinschauen. Das ist wirklich überragend. Sehr, sehr witzig. So, wir haben die nächste Frage von Instagram. Servus Anton, Grüße aus dem schönen Wiederitzsch. Ich hoffe, du erinnerst dich noch ein bisschen an die Grundschulzeit, also scheint jemand zu sein, der dich länger kennt. Ich verfolge deinen und den Weg der anderen aus der Volleyball-AG, also da aus der anderen Volleyball-AG. Also da ein Gruß wohl von Bernd Hannig. Vielleicht gibt es eine Story dahinter, die es zu erzählen gibt. Ich glaube, das war, das war der Trainer von der Volleyball AG, mit ihm habe ich eigentlich das erste Mal Volleyball gespielt. War mein Bruder und ich waren parallel im Verein und sind in der Schule noch zur Volleyball AG gegangen. Und genau, das war der Trainer und er hat uns dann in Wiederitzsch in der Grundschule immer trainiert. Da waren wir in so einer ganz kleinen Einfelderhalle und haben da immer so ein bisschen Volleyball gespielt. Aber Luis und ich waren dann ein bisschen zu gut, weil wir halt nebenbei auch im Verein waren und sind dann, glaube ich, nach zwei Jahren oder ein Jahr aufgehört, genau. Grüße zurück. Sehr gut. Dann die nächste kommt von Lisa Fries. Wer von euch ist der größere Insta-Influencer? Ja, ich weiß, ja genau, ich würde schon sagen, dass ich jetzt momentan da ein bisschen mehr aktiv bin auf Insta. Aber eigentlich hat Alina das früher auch öfters gemacht, aber ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ich hatte nie Instagram. Also du hast du länger Instagram als ich? Das kennt mich besser aus und ich habe es wirklich fertig gebracht, jetzt seit einem Jahr mal nichts zu posten, weil ich dann einfach auch selber nicht aktiv war. Und mein Account hat tatsächlich damals Lukas Brettner erstellt. Und der hat mich dann, Linus, du brauchst eine richtige Promotion, du musst auch mal Marketing, versuch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und mit diesen Worten hat er mir meinen Instagram-Account erstellt. Und seitdem versuche ich den ab und zu mal ein bisschen zu füttern. Wir werden beobachten, wie das läuft. Und werden beobachten, wie das weiter vonstatten geht. Der Druck ist jetzt auf jeden Fall da. Frage kommt auch von einem der Nachwuchsjungs, von Jason Lieb. Wer drückt mehr Gewichte im Kraftraum? Linus, muss man ehrlich sein. Also vor allen Dingen, was Beine angeht, war er immer schon der Beste, würde ich sagen, beim VCO. Und Oberkörperübungen konnte ich vielleicht ab und zu mal mithalten, aber er ist schon kraftmäßig da ein bisschen stärker aufgestellt. Ich glaube zu meinen, dass du Bankdrücken mehr gedrückt hast als ich. Ja, das könnte sein. Ne? Stimmt, Bankdrücken warst du gar nicht so gut immer. Nee, aber, ich hatte mal Schulterprobleme und habe deswegen auch mal meine Finger davon gelassen und Toni und Bogi und natürlich Luis. Ja. Luis hat sich damals auch einen Namen gemacht als nebenberuflicher Bodybuilder. Die sehr darauf geachtet, Spiegelmuskeln zu trainieren und deswegen sind die dann etwas mal auf der Hantelbank gelegen als ich, der dann fleißig in der Ecke seines Squats geübt hat. Genau. Sehr gut. Letzte Frage von Chris040516. Wie sehr fehlen euch die Zuschauer in den Hallen? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder aktuell stellt und die jeder aktuell hat, aber für euch Spieler sicherlich nochmal ein größerer Faktor. Ja, habe ich schon oft gesagt, also ich bin von Lüneburg auch so ein bisschen nach Berlin gekommen, weil ich mich halt extrem auf die Kulisse hier in der Max-Schmeling-Halle gefreut habe
und war dann umso mehr traurig, dass das dieses Jahr halt leider nicht geht mit den Fans. Und ich glaube, es fehlt halt auch ein bisschen, weil gerade in schwierigen Phasen im Spiel oder wenn man gerade ein Tief hat, können die Fans da einfach echt gut raushelfen. Aber wir müssen das halt so hinnehmen und ja, ab und zu macht's, finde ich, auch macht's Spaß, weil man von der anderen Mannschaft auch ganz viel mitbekommt, wenn die irgendwie rufen oder irgendwas erzählen. Und es ist halt ein anderes Spiel. Aber auf jeden Fall fehlt es mir. Ich bin gespannt, ob wir das diese Saison noch überleben. Da bin ich fest von überzeugt, dass es nicht passiert. Aber dann vielleicht in der nächsten Mal schauen. Ich würde mich freuen. Jetzt freue ich mich erstmal auf das Spiel am Mittwoch, was es auch live zu sehen gibt bei Sport 1, 20 Uhr. Wird das übertragen und ich bin mal gespannt. Habt ihr noch Tipps zum Abschluss, wie es ausgeht? Anton, als der Gewinner des Spiels darf zuerst ran. Naja, ich wette natürlich für uns 3-1, sage ich. Okay. Linus, hält dagegen? Ich halt genau mit dem gleichen Ergebnis dagegen. Alles klar, dann bin ich gespannt und damit gilt auch die Wette und dann schauen wir mal, wer wem danach die Haare schneiden wird. Ich denke und hoffe, dass ihr das über eure Social-Media-Kanäle dann auch wieder verbreitet wird. Da nochmal die Empfehlung, da ein Follow dazulassen bei Instagram. Wo du dich reingeritten hast, ja? Ja, schauen wir mal. Vielen Dank euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann sehen wir uns am Mittwoch. Danke. Vielen Dank. Ciao.